Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Ich möchte euch heute mal das Bölker plus Bally Song vorstellen. Ja, ich wollte es eigentlich vorstellen, als ich es noch neu gekauft hatte, hatte auch das Video schon dazu aufgenommen. Fand ich dann scheiße und dann habe ich schon direkt bearbeitet. Und so sieht das ganze Teil jetzt aus. Aber ich finde, vorher sah es auch richtig langweilig aus. Also nichts gegen Bölker, aber da hätte man schon ein bisschen mehr rausholen können. Also das ist jetzt auch nicht das Beste. Ja. Hier in der Verpackung haben wir jetzt nichts weiter, außer halt noch hier das Latch, was ich rausgemacht habe. Und halt ein Tool für die Schrauben. Und dann halt hier wieder dies da. Und eine Garantie war auch noch drin vor einer Weile. Ja, und so sieht das Teil jetzt aus. Ich habe hier die Liner. Und so alles schon gefärbt, wie ihr seht. Es ist zwar ein bisschen blöd, weil hier haben die das rausgefräst, dadurch sieht man dann halt nur noch die Klinge. Naja, schade eigentlich. Hier ist ein Paracord-Latch noch drin und ja, so sieht es momentan hier aus. Und hier sieht man dann halt auch nochmal die Färbung. Okay, ja, ich muss sagen, das Teil flippt sehr gut. Ich habe das jetzt schon seit, lass mich lügen, 2 Monaten. Oder irgendwie so um den Dreh, ja. Und ich benutze es eigentlich jeden Tag. Das ist halt wirklich jetzt mein neues EDC-Bally-Song geworden. Und das habe ich halt einfach überall mit. Also egal ob auf Arbeit oder zu irgendwelchen Veranstaltungen oder halt einfach nur so in die Stadt gehen, das habe ich immer mit. Und es macht halt auch verdammt Bock, damit zu flippen. Also es ist halt wie das richtige Morpho, aber halt noch ein bisschen schwerer und dadurch halt leichter zu flippen. Also ich komme halt mit solchen weil die Songs hier, die so um die 150 wiegen, besser zurecht als welche, die nur 100 wiegen. Wahrscheinlich muss ich mich halt auch erstmal wieder auf das hier einstimmen, weil ich flippe halt sonst immer nur mit den schweren und nicht hier mit den Leichtgewichten, also wie halt das Morpho hier. Aber damit könnte ich halt auch immer wieder ein bisschen öfter flippen. Mein erster Eindruck von dem Bölker Plus war, ja, das ist ein bisschen klein, aber nee, es ist sogar größer als mein Morpho, also ne, gleich groß eigentlich. Und ja, also man sieht halt auch schon, das ist sehr stark inspiriert worden. Aber wirklich sehr stark. Es gab ja auch hier schon diese Kritik, weil die halt mal so ein ähnliches rausgebracht hatten, was halt wirklich genauso aussah wie dieses hier. Und ja, jetzt haben die halt einen Trainer gemacht, der nicht mehr ganz so stark danach aussieht. Und ich finde, haben es auch gut gemacht. Also ich bin damit zufrieden und Spaß macht es auch. Also ja, wirklich. Hier auf der Klinge haben wir dann halt nochmal das Bölker Plus Logo. Auf der anderen Seite haben wir nochmal hier die Artikelnummer und die Stahlbezeichnung 420er Stahl. Ja, ist halt jetzt kein hochwertiger Stahl, aber das Messer muss ja auch nicht schneiden, also passt schon. Ja, die Griffe sind aus rotem G10, wie ihr seht. Und gerade wäre es mir fast aus der Hand gefallen. Naja, ich flippe hier die ganze Zeit so damit. Und ja, also ich habe halt auch schon Paracord und so in die Schrauben und alles reingemacht. Also da dürfte sich nichts mehr lösen. Ich hatte nämlich hier auch schon eine Schraube verloren. Da hatte ich zum Glück noch einen Ersatz irgendwo rumliegen gehabt. Von einem anderen Bally-Song, was ich auseinandergenommen habe. Und dann habe ich das halt erstmal alles mit Paracord zugemacht, sodass halt nichts mehr rauskommt. Sodass da halt nichts mehr auseinanderfallen kann und bisher hält es auch. Das ist jetzt schon seit einem Monat ungefähr so zusammengeschraubt worden und ich musste die Schrauben bisher alle noch nicht einmal nachziehen und da können wir auch gleich mal das Handleplay anschauen. Ja, also das hier ist jetzt zwar nicht ganz das Beste, aber ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Also ich habe schon Schlimmeres gesehen oder fällt mir was an, habe aber halt auch schon Besseres gesehen. Also zum Beispiel mein Tachyon, das hat ja quasi null Handleplay, wenn ihr euch das hier mal anschaut. Also man sieht hier echt fast nichts und ja, es klappert auch nicht. Schlägt jetzt nur halt ein bisschen rum, weil es halt auch sehr smooth ist. Und wir lassen es jetzt einfach da liegen. Es geht ja schließlich um den Bölker-Trainer hier. So, okay. Und mein Fazit zu dem Messer hier ist, also zu dem Bodysong-Trainer ist, es ist wirklich sehr gut. Ich kann es jedem empfehlen. Das hat auch einen ordentlichen Preis. Also es ist auch ein ordentliches Messer. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Das kostet, keine Ahnung, 50, 60 Euro. Und es ist inzwischen auch auf Amazon erhältlich. Also ich habe es jetzt bei Amazon gekauft. Und ja, ich bin bisher immer noch sehr zufrieden damit.
Und kleiner Designvorschlag an Böcke, macht hier am besten mal solche Rillen rein, weil dadurch hat man besseren Grip. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.